Eigentlich müsste ich all meine Abonnenten als Stinkpilze bezeichnen. Oh, wir sind schon wieder in Aufnahme. So, den kleinen, den großen, die Walnuss, den Doppelspucki und die Kirsche. Bei den kleinen Spucki setze ich sowieso nicht. Ich setze dafür jetzt Stinkpilze. Die kosten weniger, machen auch weniger Schaden als ein normaler Spucker, aber durchdringen eben diese Netze. Aber sie reichen weiter. Das finde ich zum Beispiel ganz nett. Er kommt in die vorderste Reihe. Brauche Sonnen. Man könnte auch beide Debit, aber das geht nicht. Ich könnte also sowohl eine Sonnenblume als auch Pilze, die goldenen Pilze nehmen. Habe ich damals früher auch tatsächlich gemacht. Habe mich aber dagegen entschieden, als ich gemerkt habe, dass mir den Sonnenblumen locker ausreicht, bis es wirklich ernst wird. Ich hoffe es zumindest. Brauche ich erstmal ein paar Sonnenblumen. Everybody dance now. Ich müsste mal das Video nehmen und beschleunigen. So. Aber selbst wenn ich mal sage, ja, ich bearbeite... Hoppala. Irgendwas rein, vergesse ich sowieso, an welcher Stelle ich das gesagt habe. Habe ich so viel auf einmal Aufnahme? Ja, ich muss ja viel aufholen. Schnauze. Diese Zombies sowieso nicht in der Zeit rumschwimmen. Wenn es euch so schlecht geht, legt euch doch hin und verwest. Nein, ihr lauft schlaufen durch die Stadt, stöhnt, raubt uns den Schlaf. Ich erinnere mich daran, was ich auf, keine Ahnung, irgendeiner Fernsehseite gelesen habe. Bei How I Met Your Mother, dass sich der Schauspieler von Marsh stellt sich das Ende so vor, dass er am Ende erklärt, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Ted seine Frau findet und dann sagt zu seinen Kindern, sagt, ja, wir müssen abends die Fenster verdunkeln, weil es in der Welt von I Am Legend spielt. Also da, wo New York dann von den Monstern überrollt wurde. Finde ich ganz lustig, den Gedanken, aber ich glaube, so weit werden die Macher nicht gehen. Dass das Ganze in einer Zombie-Apokalypse spielt. Daumen hoch, wenn ihr das wollt. Daumen hoch! So, ich hätte jetzt gerne mal einen Fluffy-Spucker, damit ihr den mal sehen könnt. Fluffy-Spucker, an die Arbeit! Ich glaube nicht, dass er jetzt... Oh, shit, da kommt der Erste. So, gut, da bin ich jetzt auch sick. Jetzt können wir wieder Sonnenblumen sammeln. Er sieht das Schild. Es blinkt immer das Schild auf. Na gut, das kann auch kaputt gehen, aber es dauert. Er schießt ihn durch. Er kann den Zombie so umbringen. Da, also er blinkt auch. Your end is near. Die, Potato. No! Potato? Doch, Potato. Ich habe irgendwie ein Potato gerade an Kartoffeln gedacht. Aha, du bist tot. Sagte ich das gerade zu einem Zombie? Das sei... Aha, du bist untot. Viel besser. Und wieder diese Runde geworden. Was mir hier fehlt und was ich hoffe, dass sie in Plants vs. Zombies 2 einbringen, ist eine Beschleunigungstaste. Das heißt, wenn man meint, man ist fertig, dass man dann doppelte Geschwindigkeit einbauen kann. Beim Gegner zu einem uns wohlbekannten MMORPG, da ist es hier nicht entscheidend, wie viel wir das spielen, sondern wir müssen es ja nur einmal kaufen. Also könnte man auch ruhig eine schnellere Möglichkeit des Durchspielens einbringen. Ja, jetzt zum Beispiel, das versteht man nicht mal widerlegt, was ich sage, aber World of Warcraft. Da, in World of Warcraft basiert es darauf, dass die Schüler möglichst lange festgehalten werden. Deswegen wirft man ihnen 1000 Stolpersteine in den Weg und lässt sie Stunde um Stunde, Jahr um Jahr spielen. Hier ist es nicht so. Ihr kauft es und könnt es spielen. Deswegen sollten die Macher eine Möglichkeit einbringen, dass man es möglichst schnell durchspielen kann. Sprich, jetzt, ich bin für mich bereit für alles, jetzt könnt ihr mal ruhig doppelt so schnell werden. Ein Zombie-Akku-Knopf oder so. Letzte Welle. Da scheint natürlich auch wieder einer. Doppelspucker! Oh toll! An die Arbeit! Mein Gott, war das ein schweres Level. Da ist ja diese Einlage, die ich so mag. Toll, es war 2 Sekunden da. Sie ist nur da, wenn der Spielmann, ihr seid in Gefahr. Und das sind wir meistens nicht. Ah, wir haben 750. Mal sehen, was uns Double Day verkaufen will. Pflanzt ihn auf ein Grab und muss zum Fern. Wenn wir den hier auf ein Grab setzen, wird der Grab entfernt. Na, der Bett? Samen kaufen? Dann kostet 47 und du kannst in jedem Level 7 statt nur 6 Samen sehen. Ja. Ja, klasse. Wenn du 5000 gibst, dann kaufe ich dir einen 8 Samen Platz 6 Samen. Dann. So, wir haben einen Stabhochsprung, Typi. Scheiße. Schnitt.